Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Plain Talk. Hallo. Wieder mit dem Wesat und auch mit mir, Miss Nerdgirl. Wir spielen heute Kirby Fun Pack. Kirby's Fun Pack, genau. Ja, genau. Da ist es mal angezeigt. Wundervolles Spiel. Und wir haben passend zu diesem wunderschönen Retro-Spiel auch ein ganz tolles Thema, was dazu passt. Und zwar so gar nicht. Es ist genau der Kontrast dazwischen. Und zwar, das hier ist die Vergangenheit und wir sind in der Zukunft gelandet mit VR. Richtig, der Virtual Reality und das, was PlayStation jetzt dazu plant, beziehungsweise ja nicht nur PlayStation, sondern auch, glaube der Gedanke ist generell gerade bei anderen auch da. Ja, ich glaube, bei vielen Firmen im Grunde genommen. Ja. Oculus Rift gibt es ja eine ganze Weile schon für den PC. PlayStation macht PlayStation VR. Moment, ich erschaffe dich gleich, warte. Ja, ja, kein Problem. Weißt du, ne? Ja. Dann, wie, mach mal. Ach so, wie ich mich? Ja, genau. Einfach irgendeine Taste drücken. Irgendeine Taste drücken, dann bist du da. Wie hieß die andere Brille nochmal? Ich hab den Namen vergessen. Ja, ja, tolle Vorbereitung hier. Ja, ja, also es geht ja eigentlich auch darum, dass welche, die eben halt so normales Wissen haben, darüber reden, so wie wir. Also wir müssen, sind ja jetzt nicht unbedingt immer... Komm mal her. Ja. Ja, bitte. Dankeschön. Sind nicht immer Profis, also nicht in allem auch total spezialisiert oder so. Aber wir haben ja trotzdem, also können ja unsere Meinung trotzdem dazu äußern. Natürlich. Ah ja, auch nicht persönlich gemeint. Und, Im Allgemeinen VR ist ja schon ein ultra großes und langes Thema, was ja eigentlich damals in den 80ern schon angefangen hat. Nur war VR damals, sah es erstens totale Scheiße aus, totale Grütze ohne Ende. Und zweitens war es anders konzipiert. Früher wurden die VR-Spiele, die du heute kennst. Ja. Oh, Entschuldigung, warte. Hier, nimm den. Ja. Früher waren VR-Spiele nicht auf Videospiele aufgebaut, sondern auf Armee-Waffentestprogramme. Okay, krass. Damit hat's angefangen? Damit hat's angefangen tatsächlich. Und deswegen waren die Spiele alle so scheiße, weil die eben nicht als Spiel konzipiert waren. Sie waren als Waffentestsimulation sozusagen konzipiert. Und deswegen ist den Leuten auch schlecht geworden, deswegen sah das alles so kacke aus. Okay. Irgendwann. Also im Grunde genommen in den letzten 10 Jahren ist man von diesen Scheißgedanken mal komplett weggegangen und hat dann von vorne angefangen. Warte, ich wollte den essen. Ach so, sorry. Man ist halt komplett weggegangen von den Gedanken, so von wegen mit Armee und bla bla bla. Und hat stattdessen dann wirklich von vorne angefangen und hat gesagt, hey, wir wollen VR und zwar zum Spielen. Also gehen wir von den alten Gedanken weg und nehmen den neuen Gedanken rein für Videospiele. Und damit hat man im Grunde genommen wirklich neu angefangen und hat dann im Grunde genommen bei null angefangen, wirklich. Schade, ist zu spät. Endlich aufhören. Ja, und hat dann die ersten Spiele dann konzipiert für so eine VR-Brille. Und noch nicht mehr wirklich nur speziell für diese VR-Brillen, weil beim PC mit Oculus Rift zum Beispiel ist es jetzt seit Jahren schon möglich, alte PC-Spiele mit Oculus Rift zu spielen, in Ego-Perspektive. Das Ganze ist natürlich nur manchmal mit ein paar Mods sozusagen funktionstüchtig. Zum Beispiel, kann ich nicht drehen. Ach, jetzt. Zum Beispiel Portal. Ich habe Leute gesehen, die haben Portal mit Oculus Rift gespielt und das sah mega geil aus. Da hätte ich auch voll Bock drauf. Ja, also irgendwie, also die Technologie ist ja auch schon viel, viel weiter mittlerweile, auch was die Optik angeht, die Grafik. Und wenn ich überlege, wie die Spiele jetzt gerade schon aussehen und das dann in VR, dann, also es wird schon heftig. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass einige damit eben halt immer noch nicht klarkommen, dass ihnen immer noch schlecht wird, weil es ist halt eine ganz andere Perspektive, ne, als man sonst kennt. Man ist ja wirklich mittendrin. Ja. Aber es ist ja genau das, was erzählt werden soll. Wobei ich persönlich finde, ich finde es schöner, wenn man Spiele spielen kann, die nicht nur speziell für VR eben konzipiert worden sind, wie zum Beispiel Portal. Also Portal wurde eben nicht nur dafür konzipiert. Oder man sich einfach ein bisschen mehr Mühe gibt, weil ich habe jetzt zum Beispiel eine Demo gesehen, auch von Valve tatsächlich. Ich glaube, es nennt sich einfach nur Büro oder sowas, also wie das Büro. Ja. Oder Testrooms, keine Ahnung.
Habe ich mal bei Internet auf jeden Fall gesehen, wo das jemand Let's Played hat mal. Getestet hat mit der Oculus Rift, glaube ich, oder einer anderen Brille. Da gibt es ja noch was von einer anderen Firma auf jeden Fall, eine bekannte Firma sogar. Moment, da unten ist ein Schneemann. Nimm den Schneemann. Los, los. Nehmen? Ah, okay, so geht das. Genau, stirbt er. Und jedenfalls hieß das Testroom-Büro-Dingens da. Das war total geil aufgemacht. Dann konnte man halt so verschiedene kleine Missionen machen. Hier, komm her. Nicht zu spät. Ach, ich lebe. Genau, hol mich mal bitte. Und unter anderem konnte man in dieser Demo auch ein guter Klados sehen von Portal 2. Oder Portal 1 und 2. Okay. Das ist total krass, also ich hätte es gerne selber mal gespielt, dass du wirklich schon so ein paar kleine Testdaten halt machst und dann plötzlich ging da die Wand auf und du stehst selber persönlich vor Klados und die meckert dich an. Mhm. Total geil gemacht. Ja, also es heißt ja nicht auch umsonst Virtual Reality, also es soll ja wirklich eine Realität darstellen, in der du dich gerade in dem Zeitpunkt befindest. Naja. Und also ich glaube, ich wäre damit erstmal auch überfordert, ich wüsste auch nicht, ob ich das wirklich sofort mit klarkommen würde, weil das, ich glaube, ich wäre überfordert, dass man da wirklich so drin ist, dass man den Kopf auch bewegen, wobei ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie PlayStation das genau geplant hat, dass man selber die Bewegungen durchführen muss, so ähnlich wie Kinect, oder ob man einfach weiterhin die Controller in der Hand hat. Aber ich glaube, das Blickfeld steuert man tatsächlich mit Kopfbewegungen. Also das Blickfeld steuert man bei der PlayStation-Variante, weil PlayStation VR tatsächlich mit dem Kopf selber. Allerdings, wie die sich das mit der Steuerung, mit der Handsteuerung vorgestellt haben, weiß ich nicht ganz. Weil in manchen Ausschnitten siehst du, dass sie dann einen PlayStation 4 Controller in der Hand haben. Bei den nächsten Ausschnitten siehst du, dass sie diesen alten Move Controller von einer PlayStation 3 wieder in der Hand haben. Wahrscheinlich auch wieder beides möglich. Ich würde es unglaublich teuer finden, weil die Brille kostet schon, ich glaube, 300 Euro oder so. 400. 400, oh, ist ja nichts. Ja, und dann musst du halt noch Move dazu kaufen, das fast kein Schwein mehr führt. Und. Aber vielleicht sind auch die alten Controller noch nicht kompatibel. Ja, klar, die sind dann wieder kompatibel, aber die verkauft doch fast keiner mehr. Ja, okay, das wäre. Also, da müssen die, müssen halt dann erst wieder im Grunde genommen hier hergestellt werden, wieder eingeführt werden im Handel. Das finde ich ein bisschen kacke. Weil da bist du nicht bei 400 Euro, sondern rund bei 500 Euro, weil du auch noch die Kamera brauchst dafür. Aber die Kamera ist doch direkt in der. Nein. Die Kamera musst du extra kaufen. Okay. Ich habe mir zumindest, also im aktuellen Stand ist es halt wirklich so, dass man die PlayStation Cam tatsächlich kaufen muss extra. Weil okay. Die halt nicht im Umfang vorhanden ist. Wie das natürlich letztendlich gehandhabt wird, das kann ich nicht sagen. Kann ja sein, dass Sony doch noch sagt, hey, ihr kriegt die dabei. Keine Ahnung. Werd mal sehen. Wird es wahrscheinlich Angebote für geben. Ich hoffe doch. Ich bin, auch wenn ich im Abgrund nicht stürzen kann, ich war im Abgrund. Ja, also ich denke, dass das also genauso ähnlich wie bei den, beim Move bei PlayStation 3 so sein wird, dass du dann die Option hast, ob du mit dem Controller spielst oder mit dem Move-Controller. Also da gab es ja auch ein paar Spiele, die gab es dann auch in der Move-Edition, konntest aber auch mit normalen Controller spielen. Ich denke mal, das wird dann auch da ähnlich gehandhabt. Warte, nicht das Mikrofon töten. Hier, du darfst ein Zauberer sein. Oh, danke. Mike, komm her. Das ist Mike, damit kannst du dreimal schreien. Okay. Ja, im Endeffekt. Au, shit. Hab ich dich jetzt getroffen oder bist Nein, ich bin in die Stacheln reingerutscht. Dann bin ich jetzt. Ja, da hast du vollkommen recht. Das war halt damals ein bisschen optional. Aber es gab auch bestimmte Programme, die konntest halt nur mit Move machen. Wie zum Beispiel, wenn du so einen Gegner berührst, wirst du dann wieder zu jemand anders. Guck mal da, Stein. Wo bin ich? Da. Ah, da. Man konnte zum Beispiel das Add-on Move von Little Big Planet 2 nur mit, wer hätte das gedacht, Move steuern. Okay, das ist doof, wenn man da wirklich nur das machen kann. Und das war ein cooles Paket. Also ich habe das Move-Pack wirklich gern gespielt. Und ich fand es ehrlich gesagt ein bisschen lächerlich, nur für dieses Spiel diesen Controller zu kaufen. Ja, ich habe ihn gekauft letztendlich, nur für dieses Spiel. Aber die ganzen anderen Move-Spiele, die es halt gab, zum Beispiel Heavy Rain mit Move-Controller schon mal gespielt? Heavy Rain habe ich gespielt, aber ohne Move-Controller, weil ich den Move-Controller ehrlich gesagt nicht so gut fand. Deswegen. Also mal abgesehen davon, dass ein Move-Controller wie was anderes aussieht,
Also ich habe ja sehr viele Vergleiche zu den Move-Controller gehört. Eis, genau. Sieht aus wie ein Eis, finde ich. Ja. Aber ich weiß, worauf du anspielst. Ich dachte, du spielst jetzt auf die Seite Eis an. Ach so, na ja, würde passen, aber nein, ich meine tatsächlich Eis zum Ablegen. Es hört sich auch falsch an, aber gut. Nein, nein, nicht mein Stein. Ach so, ja, sorry. Warte, ich will den essen. Komm her. Ich mag den Stein. Ach, jetzt kommen die Kündigen. Wir haben das erste Spielklein geschafft. Ja, echt schon? Boah, ja, ja. Das geht aber schnell. Ja, das ist halt eins der kleineren. Das ist halt, wie gesagt, an der Gameboy, an dem Gameboy-Spiel orientiert. Und das war ja auch nicht so groß. Das konntest du auch in einer Stunde oder deswegen zwei spielen. Erinnert mich das auch irgendwie. Aber es liegt wahrscheinlich auch an der Grafik. Und auch, also unten die Leisten erinnern mich auch ein bisschen an Pokémon. Ja, ja. zum Thema zurückzukommen. Wie gesagt, der Move-Controller bei Heavy Rain zum Beispiel, der war zum Kotzen. Das war die letzte Krütze, also... Vor allem bei so einem Click-and-Point-Adventure. Das heißt Click-and-Point, das ist das falsche Wort eigentlich. Das ist ein Quick-Time-Adventure, eher gesagt. Ja? Okay, ja. Ja, also ein Click-and-Point ist ja möglichst so, du stehst in einem Raum, dir kann nichts großartig passieren und du musst dann im Raum was finden und anklicken und agieren und so weiter. Und bei Heavy Rain war es ja ziemlich oft der Fall, so von wegen, hey, du stirbst jetzt gleich, jetzt drück irgendwas, drück den scheiß Knopf, der angezeigt wird. Ja, viele Quick-Time-Events, ja klar. Deswegen, also Heavy Rain, es ist versteht mich bloß nicht falsch, ne? Ich liebe Heavyweight. Das Spiel war super. Ich hab's aber mit meinem normalen PlayStation 3 Controller gespielt und dann später mal mit dem Move probiert und dann war es totale Scheiße. Also hätte man das Spiel damals direkt zu Move-Zeiten rausgebracht und zwar nur mit Move-Unterstützung, wäre das Spiel ein riesen Flop geworden. Definitiv. Da bin ich von überzeugt, wirklich, weil die Move-Steuerung war zum Kotzen. Ich muss dir dazu vorstellen, normalerweise, wenn du dich aus diesem Auto fragst, ohne Spoiler jetzt großartig, ne? Da musste sich aus dem Auto quetschen und normal wurden dann halt Tasten angezeigt und musstest dann letztendlich musstest du 20 Tasten, ich weiß, so viel hat der Controller zwar nicht, aber du musstest gefühlte 20 Tasten gleichzeitig gedrückt halten und zwar in unterschiedlicher Reihenfolge, damit du aus diesem scheiß Autofrack klettern konntest. Und bei der Move-Version war es dann so, dass du den Controller drehen musstest und zwar teilweise 360 Grad. Jetzt dreht mal einen Move-Controller mit 360 Grad mit einer Hand. Das funktioniert nicht. Aber das tut scheiße weh. Also, das ist natürlich auch schon ein Versuch gewesen von der PlayStation, da ein, ist mobiler, also mehr an den Spieler ranzumachen und eben das Spielerlebnis zu verbessern. Aber bei VR ist es ja nochmal ein ganzes Stück anders. Mal gucken, ob sie das mit dem, damit wieder einführen, mit dem Move-Controller. Ich würde es auch nicht empfehlen, sei denn, es ist deutlich besser konzipiert und durchdacht. Also bis jetzt auf den Bildern sieht man immer nur den Standard-Move-Controller aus PlayStation 3-Zeit. Ja, ja, der Controller ist ja egal. Es soll einfach nur besser eingesetzt werden in den Spielen. Das liegt ja eher an den Spieleentwicklern. Bin ich wieder da? Ach, warte. Hier. Jetzt drück mal einen Knopf. Ja, jetzt bin ich wieder da. Ja, da hast du vollkommen recht. Es müsste besser eingebunden werden, damit es auch wirklich funktioniert. Das ist ähnlich auch wie bei, also bei Xbox ist es ja die Kinect und oh die ist Gott, auch Kinect. Genauso schwierig zu handeln und zu steuern, ne? Und dann erkennst du die Bewegung nicht richtig oder anders und dann machst du was anderes. Also, da ist der Move-Controller zum Beispiel wieder relativ, also besser zu handeln. Also, sagen wir mal ehrlich, im Endeffekt hat ja Sony Nintendo nur nachgemacht mit dem Controller, aber an sich auch nicht schlecht nachgemacht, weil er hat ja funktioniert, ne? Also, achso, du meinst das von der Wii? Nee, ja, der Move-Controller. Der Move-Controller wurde ja nachgemacht von Nintendo, also Sony hat Nintendo nachgemacht. Nintendo hat ja die Wii-Mode rausgebracht, ne, mit, wie sag mal, funktionstüchtiger Steuerungsmöglichkeit, allerdings teilweise sehr ungenau. Und Sony hat es im Grunde genommen ein bisschen verbessert, ne? Das Problem war nur, dass Sony halt keinen Plan hatte, welche Spiele die dafür rausbringen, weil die Spiele, die es halt gab für Move, waren ja alle kacke irgendwie, außer mal Little Big Planet abgesehen, ne? Mhm. Und Kinect war einfach nur furchtbar. Esst du auch mal was? Ja, hatte ich vor. Ich hab Kinect damals mal beim Mediamarkt mal Probe gespielt, tatsächlich. Mhm. Man hatte da... Komm die Leiter hoch. Ja. Und man hatte da eigentlich schon viel Zeit, das mal zu testen, wirklich, ne? Da kam jetzt keiner, der sagte, das ist ein Spiel.
konntest halt wirklich komplett frei Kinect testen. Und ich fand es scheiße. Und zwar absolute Scheiße. Oh, warte. Das wollte der Bildschirm ausgehen. Ich fasse es nicht. Aber wir sollten mal wieder zum Thema zurück. Weil wir schweifen jetzt gerade von Reality in die schon vorhandenen. Ja, klar, da hast du recht. Aber da habe ich auch direkt was Passendes, wenn wir schon einmal bei VR sind und so weiter. Und zwar zweimal auf einmal. Und zwar im Endeffekt, bevor die Wii erschienen ist, hat ein Fanboy etwas total Geiles gemacht. Und zwar hat er mit irgendeinem Grafikprogramm im Grunde genommen seine Vorstellung der neuen Nintendo-Konsole erschaffen. Da war halt noch gar nicht bekannt, dass das Ding Wii heißt und... Ey, gib mir auch was ab. Da war es halt noch nicht bekannt, dass das Ding Wii heißen wird oder was das Ding kann, sondern es war halt nur bekannt, Nintendo macht eine neue Konsole. Und dieser Fanboy, der dachte sich so, hey, ich bin jetzt ein bisschen technisch begabt, ne? Ich zeige euch mal, wie meine Vorstellung der neuen Konsole aussieht. Und weißt du, was das war? Was? Das war, er hat das Ganze Nintendo On genannt. Da gibt's auch einen geilen Trailer, ich glaube jedenfalls noch, dass es den im Internet gibt, hoffe ich jedenfalls. Wenn ja, hau ich euch einen Link in die Beschreibung, beziehungsweise wir hauen euch einen Link in die Beschreibung. Hast du das schon mal gesehen, Nintendo On? Nee. Was? Echt nicht? Nein. Das ist geil. Nintendo, im Grunde, Nintendo On war in seiner Vorstellung wirklich die neue Generation, und zwar auch eine VR-Brille. Total fortschrittlich, hatte der voll geile Ideen. Und dann hat er so ein paar Demos dann immer so gezeigt, ne? Also selbst kreierte Demos. Unter anderem Super Mario 64 in VR. Also, und richtig geile Grafik und so für die damalige Zeit. Das wäre echt geil gewesen. Aber wie zu erwarten, hat Nintendo das nicht hinbekommen, beziehungsweise hat keinen Bock drauf gehabt. Immer den Schirm. Schnell. So. Nintendo ist ja sowieso ein bisschen engstirnig in solchen Sachen. Die machen mal was Neues, sondern... Ja, die bleiben, sind sehr stur und sagen, okay, die möchten selber was machen, ne? Also ja. Die nehmen keine Fremdvorschläge an. Ja, das ist eigentlich teilweise ein dummer Fehler. Weil ich habe schon viele Fremdvorschläge gesehen für Nintendo, die tausendmal besser waren als das, was Nintendo jetzt eigentlich rausgebracht hat. Das ist schade. Ja. Okay, wir sind im Ziel. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus als beim letzten. Du musst jetzt, wenn der Balken voll ist, musst du, ich glaube, die Taste hier drücken. Ja. Oh. Scheiße, zu spät. Ja, viel zu spät. Wie viel zu spät? Das war gerade da. Ja, guck mal. Ist komplett leer, deine Anzeige. Ja, ja, weil das gerade wieder neu angefangen hat. Auf jeden Fall, also ich bin echt drauf gespannt. Es muss natürlich gut umgesetzt werden, ne? Also VR und mit der heutigen Grafik kann das echt geil werden und ja, dazu führen, dass man ein richtig geiles Spielerlebnis haben kann. Ja, das stimmt. Könnte. Könnte, also es muss halt richtig umgesetzt werden. Es kann natürlich auch ein totaler Flop sein, wenn es nicht funktioniert. Also das, was ich bis jetzt ganz ehrlich bei PlayStation VR gesehen habe, packt mich nicht wirklich, weil... die paar Spiele, die das jetzt gezeigt haben, sollen an, ich glaube, 50 Spiele oder so, sollen tatsächlich für VR rauskommen. Mal ehrlich, 50 Spiele. Was soll das denn bitte schon sein? Das kann ja nur Casual-Scheiße sein. Ja, es können aber auch alte Spiele sein, die neu aufgemacht worden sind. Ja, kann ich sein. Ich muss ehrlich sagen, ich habe den Trailer von Death Stranding geguckt, von Hideo Kojima und ja, ja. Norm Reedus. Und als ich die Grafik gesehen habe, habe ich mir gedacht, das könnte tatsächlich für VR ausgelegt sein. weil das echt so gut gemacht ist und teilweise eben halt genau so in Szene gesetzt ist, als würdest du selber eben halt da, in der Szene sein. Und deswegen habe ich mir gedacht, könnte also, das, wenn die das eines der Spiele sein. Im Endeffekt, der Hideo ist ja sowieso so ein... so ein super geiler Entwickler, der wird wahrscheinlich alles ausprobieren. Der würde wahrscheinlich echt sagen, hey, gut, ihr habt eine Idee für Death Stranding, ne? Ich habe ja eh einen Vertrag mit euch, da hat er tatsächlich einen so Only-Vertrag mit Sony, krasserweise. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich nochmal überhaupt findet, ne?
So nach dem, was der mit seiner Firma durch hatte. Ja, was hat mit seiner? Mit Konami halt. Ja, Konami, genau. Wenn man sich schon überlegt, langjährig treu und für den größten Erfolg von Konami verantwortlich und dann kriegt er einen Arschtritt. Das ist schon ziemlich hart. Das ist schade, klar. Aber deswegen habe ich gedacht, er bleibt selbstständig und verkauft seine Spiele eigenständig. Ja, aber wenn dann so eine Firma wie Sony herkommt und sagt, ja, hey, wir schenken dir ein neues Gebäude, du kannst deine Firma wieder neu aufmachen und kannst machen, was du willst. Ich glaube, das sagt keiner wirklich nein. Ja, ja. Hier, nimm mal den Zauberstab. Also, es war auf jeden Fall eine gute Chance. Ja, genau, ich komme immer ein bisschen ab von aber... Endeffekt hast du vollkommen recht, Death Stranding als VR wäre mega geil. Und wobei, also man kann es, finde ich, nicht richtig beurteilen, weil ja, okay. Der Trailer verrät natürlich noch nicht sehr viel, ne? Das stimmt. Worum es da wirklich geht und was. Ehrlich gesagt, als wie. Oh, scheiße, ich schlafe. Mach du mal bitte den Weg frei. Ich schlafe hier gerade. Wir müssen an den sterben. Steh auf, Kirby. Ach, Gott sei Dank. Ja, also das schaffe ich noch. Blöcke kaputt schlagen. wie gesagt, Death Stranding für VR wäre das bestimmt mega geil. Allerdings stelle ich mir bei Death Stranding ehrlich gesagt eher ein Third-Person-Game vor. Also kein Ego-Shooter, sondern oder kein Ego-Angstspiel wie jetzt zum Beispiel Resident Evil 7 Demo. Mhm. Sondern ich stelle mir halt wirklich ein Third-Person-Game vor, so wie Hideo Kojima es eigentlich immer macht. Beziehungsweise gemacht hat. Guck mal, ein Reifen. Ja, ich. Achso, du bist einer. Ja. Du kannst auch einer sein, wenn du willst. Nö, ich bin mit dem Zauberer ganz zufrieden. Hüpf. Ja, ich wusste nicht, dass du mich zurückgeholt hast. Ich hab nee, du bist automatisch zurückgekommen, okay. Weil wenn du aus meinem Bildschirm eben abhaust, dann dienst dich automatisch mir hinterher. Guck jetzt zum Beispiel. Ja, ich merk's. Du bist als Reifen so schnell, da komm ich gar nicht hinterher. Ja, ich bin gleich fertig. Okay, jetzt kommt Endgegner. Einmal töten. Ja, die Framerate, die ist herrlich. Es ist ein Retro-Spiel, das darf das. Ja, ich weiß. Ich liebe es auch dafür. Es ist wirklich mal was Cooles. Eine coole Abwechslung zu der neuen und besonderen Grafik. Das ist. Wer weiß, vielleicht kommt jemand auf die Idee, ein Retro-Game für die VR zu machen. Weil ich finde zum Beispiel, VR muss auch nicht unbedingt heißen, dass okay. du First-Person-Zeit hast. Das kann ja auch. Du kannst ja trotzdem so laufen. Also im Endeffekt ja und nein. Also VR ist ja schon so Virtual Reality, also heißt es ja wirklich dann. Ja. Und im Endeffekt verbindet man da ja wirklich, du bist im Geschehen dabei. Und das kann ja nur als Ego an sich funktionieren, damit du wirklich im Geschehen dabei bist. Ja, aber ja, das stimmt eigentlich, hast auch recht. Ansonsten würde es für mich persönlich. Oh scheiße, wir haben beide verkackt. Ansonsten würde es meiner Meinung nach nicht viel Sinn machen. Also VR ja, ist eigentlich schon wirklich so, du setzt die Brille auf und bist die Hauptrolle. Du spielst keinen Charakter mehr, Maya, du bist der Charakter. Okay, dann verbessere ich mich, du läufst als Person in einer Retro-Welt rum, in einer Pixel-Welt. Das wäre lustig. Das wäre tatsächlich lustig, weil damit würde ich zum Beispiel Scott Pilgrim verbinden. Was? Scott Pilgrim. Kenn ich nicht. Im Endeffekt, Scott Pilgrim war ein cooles Spiel damals. So gespielt, wie wir jetzt gerade Kirby spielen. Aber es gibt auch einen Film von Scott Pilgrim. Und zwar, ja, mit echten Menschen natürlich, ne? Und. Scheiße. Und der ist im Grunde genommen in einer. Scheiße, ich bin gleich tot. Bin noch nie bei Kirby gestorben. Obwohl, doch, ich bin schon mal bei Kirby gestorben, aber nicht so übel. Jedenfalls. Warte, ich nehme jetzt ein Nickerchen. Okay. Scott Pilgrim, der Film im Grunde genommen, du siehst halt Scott Pilgrim, das spielt halt nach seinen Spielen im Grunde genommen und... Na, Schneefin hat nicht viel gebracht. Nee, leider nicht. Und im Endeffekt ist es halt so, dass der in einer Computerspielwelt lebt, mehr oder weniger. Also, der stirbt zum Beispiel und ja, dann kriegt er halt ein neues Leben. Okay, das klingt eigentlich ganz lustig. Oder der lässt halt Waffen erscheinen. Der Film ist echt, also der Film ist irgendwie trashig, aber auch saulustig.
okay, schweben. Sollte man sich mal an. Warte. Ja, genau, du kannst das kaputt machen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht so rücken. Genau. Super. Nicht töten lassen? Nee. Und das könnte ich mir, wie gesagt, vorstellen als VR-Spiel, Scott Pilgrim, dann selber Scott Pilgrim zu sein und in einer Videospielwelt rumzulaufen. Dann teilweise okay. Mit Pixeln oder Grafikfehlern oder Bugs. Das wäre extrem lustig. Also das wäre scheiße lustig, weil das würde eigentlich so das Ganze so ein bisschen auf die Schiene nehmen, so von wegen VR und gleichzeitig doch ziemlich retro. Wobei ich glaube, das wird... Es ist schwierig. Also die einzigen Retro-Spiele, die ich jetzt gerade so benennen kann, die jetzt gerade neu rausgekommen sind, sind eher Indie-Games auf Steam. Ja, stimmt. Oder Kickstarter-Games. Und deswegen... Stirbst gerade. Achso, oh. Ich mache eigentlich auch gar nicht, weiß nicht, warum der sich bewegt hat. Weil hier Wind ist. Siehst du das nicht? Achso, ah, okay. Und dementsprechend glaube ich, ist das denn doch so, dass das nicht... bis zur Playstation durchkommt. Dafür müsste es dann auch eine Brille geben, die es dann bei für den PC auch gibt. Gibt ja. Oculus Rift. Ja. Dann müsste es dafür entwickelt werden. Warum? Weil du ein Stein bist. Ja, ich merke. Muss ich wieder zurückverwandeln. Ja, jetzt bist du wieder. Ja. Der Stein, der ist unzerstörbar in dem Moment, wo du verwandelt bist. Ach so. So knapp. Okay. Verstanden. Die aber man andere kann Frage. Angriff, oder? Doch, der Stein ist dein Angriff. So, ja. Buh. Ach so. Gewicht. Okay. Einfach nur Gewicht. Du bist gerade kein Stein. Mach mal auch den Stein. Können wir uns einmal runterrollen lassen. Ach so. Ah, warte, ein Jojo. Ah, das scheiße. Will ich haben. Ja, doch, es hat geklappt. Aber das ist ja lustig. Ja, einer der verhasstesten Kirby-Attacken tatsächlich. Frag mich nicht warum. Verwandel dich mal zurück. Ah, komm mal runter. Hier ist ein Secret. Ich kenne ja alle Secrets, also daher. Und was wollte ich sagen? Ah ja, genau. Ich wollte eigentlich nur drauf hinaus. Ich denke, selbst wenn es ein Retro-Spiel, also so ein bisschen auf Retro angehaucht und so Pixel-Grafik oder sonst was geben würde für VR, würde es wahrscheinlich kein Erfolg werden, weil... Teenager und Jugend und so. Ja, ja, da hast du recht. Also das sind ja Shooter meistens so. Eben. Die meisten würden wahrscheinlich Call of Duty kaufen. Wobei ich das noch von der Story her so am unspektakulärsten finde. Da mittendrin zu sein, natürlich ist das auch ein Erlebnis. Man fühlt sich, als wäre man mitten im Krieg und keine Ahnung. Warum man sich das auch wünscht, das ist jetzt für mich auch noch so eine zweite Sache. Ego-Shooter sind ja sowieso nicht so meins. Aber, leider ist es ja im Moment so. Im Moment? Das ist leider viel zu lange schon so. Ja. Ich verstehe den Reiz dahinter nicht, aber wir haben zwar nicht das Thema Ego-Shooter heute oder wie die Kacke finden, sondern ja, aber trotzdem möchte ich nur mal erwähnen, ich finde Ego-Shooter kacke. Gibt natürlich Ausnahmen, wie zum Beispiel Half-Life. Half-Life ist toll. Half-Life ist aber auch was vollkommen anderes als dieser ganze Ego-Shooter-Müll, den es so allgemein gibt. Deswegen mal möchte ich ganz kurz an euch appellieren, ihr Ego-Shooter-Freunde. Wenn ihr einen guten Ego-Shooter spielen wollt, mit einer Geschichte, dann spielt Half-Life. Ah, okay. Am besten Teil 2. Okay, so viel dazu. Natürlich gibt es auch Shooter, die eine schöne Story dahinter haben. Und so. Also dafür habe ich mich auch nicht genau damit auseinandergesetzt, aber so Call of Duty und so sind ja. So die typischen und die jetzt irgendwie weniger reizvoll sind, finde ich. Ja, das stimmt. Also, und ja, bevor jetzt hier jemand flamed, so von wegen, das ist keine Ahnung, du hast noch nie einen Ego-Shooter gespielt. Doch, ich habe jede Menge Ego-Shooter gespielt. Ich fand die bis jetzt alle ziemlich langweilig. Das einzige Ego-Shooter-Spiel, was ich, du könntest dich übrigens an den Typen verwandeln, glaube ich. Probier's mal. Ja, aber... Ja. Ja. Da ist bis jetzt auch ein Biest. Oh. War besser, der kann wenigstens was. Der Stein ist tatsächlich, finde ich, ein wenig ätzend. Das geht. Okay, gut. So. Ich glaube, der ist tot. Ach, wieso? Shit. Hey! Du bist weitergekommen als ich. Ich höre nicht der Rolle. Ja, sehr schön. Tschüss.
Hey, du bist auf Platz 1. Nicht schlecht. Drei Leben. Geht zwar eben meine Tasche, aber gut. Ja, ich würde auch sagen, ich glaube, die Folge ist voll, ne? Ich denke auch. Also an sich, wir haben jetzt eigentlich nichts mehr großartig, dass wir noch dazu beitragen können zu BR. Ja. Wenn da irgendwelche Fragen sind oder geh nicht mal schwarz über den Bildschirm. Wenn da irgendwelche Fragen sind, Anregungen, Kommentare, Hate-Likes und so weiter, ne? Alles in die Kommentare, wir freuen uns immer. Ja, auch, also was haltet ihr von BR? Was erhofft ihr euch? Was habt ihr da eher Befürchtungen oder sagt ihr skeptisch? Also würde mich schon interessieren, wie ihr darüber denkt. Ja, ganz ehrlich. Das ist jetzt kein Kommentar, haschen oder so, von wegen, ja, schreibt nur in die Kommentare, damit viele da sind, sondern das interessiert mich wirklich. Ja, ich glaube, die meisten schreiben eh nicht in die Kommentare. Ja. Aber egal. Diejenigen, die es tun, Dankeschön dafür. Haut eure Meinung rein, euren Kommentar, euren Hass an uns, ne, eure Freude an uns. Finden wir alles toll. Deswegen sage ich jetzt hier einfach mal Arrivederci. Bis bald. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis dann. Tschüss.